Gute Architektur ist Stefan Hindl ist kein Freund wohlklingender Allgemeinplätze. Der Passauer Architekt entwirft lieber schöne Häuser, als darüber zu reden. Die Aufgabe ist nicht leicht. Ein Einfamilienhaus für diese Neubausiedlung am Rande Passaus. Moderne Architektur mitten hinein ins Satteldachparadies und Vorgartenglück. Hier, wo der Toskana-Stil als letzter Schrei gilt und bisher kein einziges Haus einem Architekten zu verdanken ist. Traumhäuser zweifellos, für ihre Besitzer. Aber ein Baugrund direkt am Wald und ein begeisterungsfähiges Bauherrenpaar verlockten Stefan Hindl, diesem Umfeld zu trotzen. Ja, das Wesentliche ist bei diesem Haus diese Eingeschossigkeit. Und zum anderen lebt das Haus von eingeschnittenen, es sind keine Innenhöfe, es sind dreiseitig geschlossene Höfe. Das heißt, dieses Haus hat eigentlich eine Sommer- und eine Winterseite. Also es gibt das Winterhaus, da schneit es in diese eingeschnittenen Höfe rein. Ich kann also vom Wohnzimmer zum Beispiel ins Kinderzimmer schauen oder vom Badezimmer ins Schlafzimmer über einen Außenhof. Und im Sommer habe ich die Möglichkeit, diese Schiebetüren wegzuschieben. Und dann erweitert sich das Haus um 30 Quadratmeter etwa. Ich nutze im Sommer diese eingeschnittenen Innenhöfe mit. Also das Haus hat im Sommer ca. 30 Quadratmeter mehr als im Winter. Das Abenteuer beginnt Mitte April. Erster Spatenstich für ein Traumhaus. Ein Haus also genau nach den Bedürfnissen und Wünschen seiner Bauherren. Erste Voraussetzung für ein Traumhaus: Die Bauherren wissen, was sie wollen und finden dafür zweitens einen Architekten. Sabine und Walter Bachel haben schon ein Haus, kaum 50 Meter weiter, aber es gefällt ihnen nicht mehr. Vom Job her war nicht ganz klar, wie wir in Passau bleiben. Und deswegen war das Haus immer so ein Kompromiss mit der Idee, eigentlich, dass man es gut verkaufen kann. Und letztes Jahr, letztendlich haben wir noch mal überlegt, was müssen wir alles im Haus anders machen oder was sollten wir alles ändern. Dann ist uns aufgefallen, dass hier schon das Grundstück ist. Und das war dann die Überlegung zu sagen, entweder hier nochmal richtig umbauen im alten Haus oder halt nochmal so bauen, wie wir es jetzt ohne Kompromisse bauen würden. Was bedeutet denn das kompromisslos? Es ist einfach optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Wir haben die Zimmer weggelassen, die wir nicht brauchen und die Zimmer, die wir brauchen, einfach großzügig gestaltet. Sie haben jetzt die Pläne gesehen, Sie haben das Modell gesehen. Können Sie sich denn vorstellen, wie es aussehen wird? Ja, eigentlich ganz gut. Also ich bin schon, ich glaube, jeden Zentimeter in dem Haus bin ich schon tausendmal durchgelaufen. Ich habe einfach ständig geschaut, wo ich meine Sachen unterbringe, weil wir bauen ja ohne Keller. Und deswegen mussten ja alle Sachen unterkommen, irgendwo in irgendwelchen Regalen. Und das haben wir, also deswegen bin ich überall schon durchgelaufen. Das Informatiker-Ehepaar ist aus schlechter Erfahrung klug geworden. Wie kommt man auf die Idee, einen Architekten zu nehmen? Das war jetzt wieder wahrscheinlich aus dem Kompromisslosen entstanden. Denn wenn wir jetzt nur mal selber gebaut hätten ohne Architekten, wäre es wahrscheinlich irgendwie das so ähnlich gewesen wie das erste Haus. Aber wieder einfach, ja, ein bisschen fantasieloser. Das war uns halt wichtig, dass ein bisschen mit Fantasie erbaut wird. Architekt Stefan Hindl reagiert auf die Gegebenheiten, ohne sich deshalb in halbherzigen Kompromissen zu verlieren. Es gibt das Grundstück, es gibt die Bauherren, es gibt den Ort und dann entsteht das Haus. Das entsteht eigentlich aus dem Bauch heraus. Also das Gefühl für die Bauherren, wie sind die, was wollen die? Und so gibt es dann schön langsam das maßgeschneiderte Haus. Die Gegend hier ist ja jetzt architektonisch nicht unbedingt mit Juwelen bestückt. Wie ist es denn dann, wenn man jetzt so ein Haus so speziell entwirft, passt es denn hier rein? Vielleicht die andere Frage, passt das, was hier rumsteht, zum Haus? Also ist vielleicht jetzt ein bisschen spitz formuliert, aber ich würde mal so sagen, ohne jetzt hier, das ist halt, die Häuser hier, die gebaut sind, sind ohne Architekt gebaut. Das heißt nicht, dass alles, was mit Architekt gebaut ist, gut sein muss. Aber vielleicht einfach mal zu zeigen, dass man mit gleichem Budget oder mit geringem Budget und wenn man die Kosten beieinander hält und wenig Verkehrsfläche schafft, auch dazu
mal was anderes setzen kann und was anderes bauen kann und einfach über das Nachdenken da mal einen anderen Weg beschreitet. Und wie viele Kompromisse mussten Sie bis jetzt eingehen? Sehr wenig, grundsätzlich. Es geht aber auch nicht um Kompromisse. Es geht einfach darin, dass ich nicht meinen Kopf durchsetze oder dass ich irgendwas habe, was ich partout durchsetzen will. Das mache ich nicht. Es ist das maßgeschneiderte Haus für diesen Ort, für den Bauherrn und ich muss nicht drin wohnen. Ich will drin wohnen und so soll es sein, dass ich drinnen wohnen will und aber auch die Bauherren. Und schnell muss es gehen. Nur 4 Monate vom ersten Spatenstich bis zum Einzug. Eine Herausforderung für den Architekten und die Handwerker. Eine Zitterpartie für die Bauherren, die ihr altes Haus verkauft haben und in spätestens 4 Monaten ausziehen müssen. Eine derart enge Planung ist eigentlich nur möglich bei einem Holzhaus, das in sogenannter Holzrahmenbauweise entsteht. Wetterunabhängig und parallel zu anderen Bautätigkeiten werden die Wände in der Zimmerei gefertigt. Mit Alois Hönberger hat ein Zimmerer aus der Umgebung Passaus den Bau des Hauses übernommen. Ist das Bachelhaus für Sie eine anspruchsvolle Zimmererarbeit oder ist es eher normales Handwerk dann? Das ist schon anspruchsvolle Zimmerarbeit, weil erstens ist der ganze Baustil schon mal anspruchsvoll. Es ist kein alltägliches Haus. Und erstens von der Grundfläche her schon, zweitens von der ganzen Planung, von der ganzen Optik her ist das schon ein anspruchsvolles Haus. Sie kennen ja den Entwurf oder müssen ihn ja zwangsläufig kennen. Ja. Gefällt Ihnen so eine Art zu bauen? Ja. Unterdessen entsteht in Heining die Bodenplatte des Hauses. Immerhin 5,5 Tonnen Stahl werden in das Holzhaus verbaut, das meiste in die Bewehrung des Betonsockels, auf den später die fertigen Wände aufgesetzt werden. Der Verzicht auf einen Keller mindert die Kosten drastisch und beschleunigt diese Bauphase. Schon jetzt ist die Besonderheit des Hauses gut zu erkennen. Einschnitte schaffen kleine Höfe. Der Eingangshof unten bietet getrennte Zugänge zum Wohn- und Arbeitsbereich. Zum Wald hin dient ein großer Einschnitt später als dreiseitig umschlossene Terrasse. Der kleine Einschnitt rechts trennt und verbindet Bad und Schlafzimmer. Worauf es halt ankommt, dass jetzt die Bodenplatte auf den Zentimeter genau sitzt, dass die zum einen mal in der Horizontalen genau passt, weil direkt darauf, ohne groß unterzulegen, unser Holzbau kommt. Und dass auch diese Außenabmessungen, dass die genau stimmen. Weil es ist dann so, dass die Holzfassade genau bündig mit der Betonfassade unten ist, also mit diesem Betonsockel. Und das muss sitzen. Das heißt, das ist so diese Lot- und Fluchtgerechtigkeit, die muss absolut gegeben sein. Gerade mal 2 Wochen sind seit Baubeginn vergangen. Katharina beobachtet von ihrem Lieblingsplatz aus den zügigen Fortschritt der Arbeiten, der auch ihre Eltern sichtlich beruhigt. Wir haben einen recht engen Zeitplan. Das heißt, dass wir im August schon einziehen wollen. Und die hauen echt ganz schön rein, die Jungs. Also funktioniert echt gut. Also ich bin sehr entspannt. Die Bauarbeiter arbeiten wirklich hervorragend. Also ich bin zwar oft an der Baustelle hier, einfach mit den Kindern auch. Wir schauen jeden Mittag her, wir schauen jeden Abend her, weil wir ja bloß 50 Meter zu gehen haben. Aber es läuft einfach alles eigentlich wunderbar. Also kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Und bei Ihnen? Auch sehr entspannt. Also ist, glaube ich, eine Wesensart von mir, dass mir das nicht so richtig aus der Ruhe bringen kann. Und mal ganz blöd gefragt, worum kümmern Sie sich eigentlich? Dass der Herr Ihnen endlich die richtigen Bodenbeläge für uns aussucht. Platz für die Eltern und ein Kind soll hier sein. Und ein Büro für die Hausherrin ist auch noch eingeplant. Bei Verzicht auf Keller und Speicher bedeutet das optimale Nutzung der Fläche. Zur Waldseite hin sind große Fenster geplant. Das Haus wird ja zur Straßenseite hin weitgehend abgeschottet sein. Warum eigentlich? Ich glaube, jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, das wird total gut sein. Ich glaube, dass es von der Rückseite her ein recht unauffälliges Haus sein wird, recht dezent einfach. Das wird gar nicht so richtig auffallen. Und wenn man sich das so vorstellt, man geht dann rein und hat plötzlich überall die ganzen Fensterfronten und zieht so ins Grüne raus. Und der Effekt, den stellen wir total super vor einfach. Das gefällt mir eigentlich ganz gut an dem Haus. Und das bedeutet aber nicht, dass Sie Ihre Nachbarn nicht mögen oder sonst irgendwas? Nein, das bedeutet es nicht wirklich. Also wir haben es sogar für unsere Nachbarn. Dadurch, dass es eine Baustelle immer für die ganzen Kinder eine super Attraktion ist, sind die ganzen Kinder immer nachmittags hier, das sieht man leider vormittags nicht.
Und wir haben extra für die Nachbarinnen die Stühle aufgestellt, damit sie ihre Kinder zuschauen können beim Spielen auf der Baustelle. Danke. Total. Ohne. Ohne. Geht's uns gut? Alle sind geradezu verdächtig gut gelaunt. Fast vergisst man, hier wird ein Haus gebaut. Und da vormittags keine Zaungäste da sind, nutzen die Bachels ihre Stühle auch mal selbst. Und beobachten gelassen den rasanten Fortschritt ihres zukünftigen Heims. Ein Rüttler verdrängt die Luft aus dem flüssigen Beton und macht diesen damit dichter und haltbarer. Alles ist bei diesem Haus auf Wertigkeit ausgelegt. Ein Schnäppchen ist es sicher nicht. Aber der Mehraufwand rechnet sich langfristig. Es muss preiswert sein, wenn man das vielleicht mal auf diesen ganz verständlichen Nenner bringt. Und wenn man mit Firmen zusammengearbeitet, dann kennen die einen, was man für Ansprüche stellt. Und man kennt auch die Firmen, wie die arbeiten. Und dann gibt es nach mehreren Jahren gibt's halt so gewisse Firmen, mit denen man gern arbeitet. Und so bin ich schon daran, dass ich Firmen, mit denen ich gute Erfahrungen habe, den Bauherrn auch vorschlage und sage, pass auf, vielleicht kostet es ein bisschen mehr, aber wir sind da wirklich sicher, dass es ordentlich funktioniert. Und vor allem einheimische Firmen. Also es macht wenig Sinn, einen Betonbauer irgendwo, ich sage mal, aus Ostdeutschland, nichts gegen Ostdeutschland oder aus Portugal zu holen, nur weil der 5.000 Euro günstig ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Haben Sie speziell bei diesem Haus irgendwelche, gibt es da besondere Anforderungen an die Handwerker? Ja, also der Anspruch natürlich hier ist in der Präzision, in der Genauigkeit ist sehr hoch, gerade jetzt im Holzbau. Hochwertig sind auch die Matten, mit denen die Holzrahmenwände gedämmt werden. Sie bestehen aus stark verdichteten Holzresten, die temperaturregulierend wirken. Diese Bauweise ist teurer als Mauerwerk, verhindert allerdings das bei Holzhäusern gefürchtete Barackenklima, die Abhängigkeit des Raumklimas von der Außentemperatur, also das schnelle Aufheizen oder Abkühlen der Innenräume. Ungestört von Witterungseinflüssen entstehen in der Zimmerei die Wände. Denn Feuchtigkeit beim Bau ist der größte Feind eines Holzhauses, verkürzt dessen Lebensdauer erheblich. Glückssträhne oder präzise Organisation oder beides. Es geht einfach nichts schief auf der Baustelle. Kaum einen Monat nach dem ersten Spatenstich fliegen genau nach Plan die Wände ein. Das Wetter passt und die Wände passen auch. Die Zimmerei hat sich hundertprozentig auf die Maße des Architekten verlassen. Und alles stimmt. Nur ein kleines Eck muss vor Ort nachgebessert werden. Ansonsten millimetergenaue Präzisionsarbeit aller Beteiligten. Los ab! Hier 64. Was ist denn jetzt der Vorteil von so einer Bauweise? Ja, wir stellen mir das Haus im Endeffekt ohne Dach auf einen Tag auf. Das Dach wird weitere 3 Tage dauern, dann ist es dicht. Und wenn man dann drin wohnt? Wenn man drin wohnt, hat man wesentlich besseres Raumklima ist wie in einem Bauwerksbau. Und wie ist es vom akustischen Verhalten eines Holzbaus? Da haben wir leichte Nachteile gegenüber dem Mauerwerksbau. Bloß im Einfamilienhausbau ist das wieder nachrangig. Die Geschwindigkeit des Bauens erinnert an ein Fertighaus. Und das Prinzip ist tatsächlich ähnlich. Nur, dass hier nichts von der Stange kommt. Keine Konfektion, sondern ein Einzelstück. Das ist der Tag, wo man halt den Umfang dann mal sieht, also wo man die Hülle, wo man sieht, wie entwickeln sich die Räume. Man weiß es zwar, hat das schon im Gespür, aber es ist schon mal was Besonderes. Auch wenn dann das Wetter passt, LKW kommt, das ist toll. Jeder Bauherr weiß eigentlich, Horrorgeschichten von irgendwelchen Handwerkern zu erzählen. Bei Ihnen hier läuft zumindest bis jetzt eigentlich alles wie am Schnürchen. Wie erklären Sie sich das? Einfach ausgesucht gute Handwerker. Und einfach das Verständnis untereinander, die Freude eigentlich auch an dem, was man macht. Und letztlich, das ist schon die Planung auch wichtig, dass das gescheit durchdacht ist. Und ich meine auch, was vielleicht schon auch wichtig ist, dass man so Planungen auch mit dem Handwerker in der Entstehungsphase bespricht.
Also der weiß in der Entstehungsphase schon, was Sache ist. Der kann mitsprechen und wir fallen an den Details miteinander. Und dann ist es auch einfach. Und dann kommt es auch ein Teil von ihm mit. Also ich bin ja nur genauso gut, wie der Handwerker ist. Also ohne Handwerker geht ja gar nichts. Mit dieser Haltung gelingt es Stefan Hindl, die ortsansässigen Handwerker auch für ungewöhnliche und ungewohnte Projekte zu begeistern. Bringt sie dazu, schnell und gut zu bauen. Wie fühlt sich das denn an, dass jetzt auf einmal so ruckzuck dann das ganze Haus steht? Ziemlich gut. Ich bin von Haus aus ein ungeduldiger Mensch eigentlich. Und es ist echt gut, wenn es richtig schnell passiert. Es war jetzt so 2-3 Wochen, wo nicht so viel passiert ist. Und es hat schon meinen Geduldsfaden ein bisschen gezerrt. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass schnell was passiert. Was wünschen Sie jetzt noch so für die nächsten paar Wochen? Für die nächsten 3 Tage schönes Wetter und dann schneller Innenausbau, damit wir doch wirklich im August noch einziehen können. Und der Gott der Bauherren ist in Bachels offenbar gewogen. Das Wetter bleibt gut. Und der Ausblick erklärt, warum die Wahl der Bachels auf dieses Grundstück gefallen ist. Ein Traumhaus mit Traumblick. Und dann legen die Bauherren auch selbst Hand an, streichen die Latten für die Fassade. Schwarz soll das Haus werden. Doch jetzt gibt es die erste Verzögerung. 3-mal müssten die Latten mit der dänischen Spezialfarbe gestrichen werden. Aber das starke Harzen des Holzes verhindert zunächst die beiden fehlenden Anstriche. Wie ist so gerade Ihr Zustand als Bauherr? Wirklich recht angespannt. Ich bin eigentlich, glaube ich, immer noch relativ entspannt, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ja. Super. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir einfach rechtzeitig fertig werden. Aber das kriegen wir schon in den Griff und das passt. Was passiert, wenn Sie echt zu spät dran sind? Was wird dann passieren? Dann werden wir uns da ein Zelt aufstellen und draußen zelten, bis es fertig ist. Ja, wir müssen ja zum 31.08. aus dem alten Haus draußen sein. Und die Nachbesitzer warten ja schon darauf, dass sie einziehen können. Also müssen wir uns irgendeine Zwischenlösung überlegen. Aber also ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. 2 Anstriche fehlen noch, aber die Latten werden schon mal montiert. Die weiteren Malerarbeiten verschieben die Bachels aufs kommende Jahr, wenn das Holz zur Ruhe gekommen ist. Vorläufig wirkt die Fassade des Hauses dadurch unfertig und fleckig. Man beginnt zu spüren, dass jetzt allen der Termindruck im Nacken sitzt. Nur noch 6 Wochen bis zum geplanten Einzug. Haben Sie das Gefühl, das wird so, wie Sie es gedacht haben? Ich glaube, es wird besser, als wir uns gedacht haben. Ich finde es total super hier. Wir sind oft hier abends zum Streichen und wenn man hier so steht, das ist eigentlich die gleiche Siedlung, in der ich vorher auch schon gewohnt habe oder jetzt auch wohne. Und wenn man hier so mal rausschaut, ist einfach ein Blick ins Grüne raus. Und irgendwie vorher sind dort außen rum Häuser und Garagen und so. Und hier ist einfach Wiese. Das ist echt total toll. Gestern Abend war hier noch ein Gewitter und dann hat man hinterm Wald die Wolken so aufbrechen sehen und so. Also es war klasse. Es ist richtig toll, wenn man nicht nur die Siedlung sieht, die zwar auch ganz nett ist, aber auch hier so Wald und Wiese hat. 10 Wochen sind seit dem ersten Spatenstich vergangen und es läuft immer noch alles frappierend gut. Ob Heizungsbauer, Elektriker oder Fensterbauer, alle kommen termingerecht und arbeiten wundersamerweise harmonisch miteinander. Hier wird übrigens für die Zukunft gebaut. Ob Roller oder Rollstuhl, ob Kleinkind oder Senior. Der weitgehende Verzicht auf Treppen und Stufen macht das Haus zum Traumhaus für jede Lebensphase. Man ahnt schon den Reiz der Einschnitte, wenn es wie hier scheinbar hereinregnet ins Haus zwischen dem späteren Schlafzimmer und dem Bad. Es gibt, glaube ich, bei jeder Baustelle ein paar Sachen, die jetzt nicht so wie geplant laufen. Aber es ist jetzt nichts passiert, wo ich sagen würde, es
Das würde mir jetzt jeden neuen Bau vermiesen. Also so wie manche Leute Angst haben vor dem Bauen und wie es da alles schief läuft, das ist bei uns überhaupt nicht gewesen. Wir haben die Fenster ein bisschen zu spät bestellt, weil wir mit den Farben noch ein bisschen rumgespielt haben, ob sie jetzt wirklich dunkel werden sollen oder nicht. Und dadurch ist das Alu jetzt etwas verspätet gekommen. Naja, jetzt haben wir eine Woche, glaube ich, Verzug drinnen, aber das ist locker in unserem Puffer mit drinnen. Ich muss jetzt aufs Tempo drücken, weil jetzt sieht man wenigstens, zwar viel passiert, aber ich werde ein bisschen unruhig, wir haben nur noch 6 Wochen. Das ist zwar noch alles im Zeitplan, aber jetzt muss man fertig machen. Und es ist noch ziemlich unaufgeräumt hier, jetzt sind viele Handwerker auf einmal da. Also jetzt fehlt mir so ein bisschen, es wird jetzt schnell besser, aber jetzt muss was passieren. Ist es soweit. Eine Woche vor dem angepeilten Tag, 4 Monate nach dem ersten Spatenstich, ziehen die Bachels um. Weit haben sie es ja nicht, kaum 50 Meter, und die halbe Siedlung packt mit an. Ein guter Stern scheint von Anfang an über dem Projekt gestanden zu haben, gab es doch auch im Vorfeld mit der Baugenehmigung keinerlei Probleme. Die zuständigen Beamten in Passau erwiesen sich als aufgeschlossen, obwohl das Haus in Heining erwartungsgemäß aus dem Rahmen fällt. Auch wenn sie nicht weit wegziehen, für Familie Bachel bedeutet der Umzug eine grundsätzliche Veränderung. Ab heute leben sie in ihrem Traumhaus. Alle helfen mit, schleppen die alten Möbel in das neue Haus. Und Stück für Stück trübt die Realität die Klarheit des Entwurfs. Mein Chef, wo ich halt die ersten 5 Jahre gearbeitet habe, hat immer gesagt, ich konnte immer nicht loslassen, auch bei den Projekten, die ich dort schon gemacht habe. Ich habe immer geschimpft, dann kommen Möbel, ich habe über jedes Möbelstück dort geschimpft, das kommt. Ja, ihr könnt doch jetzt da nicht ein Möbel reinstellen. Und dann hat er einmal den eigentlich richtigen Satz gesagt, ein gutes Haus hält es aus. Zum einen mal das, es kann alles kommen, ein gutes Haus hält es aus, was sicherlich richtig ist. Natürlich hat man als Architekt so eine gewisse Möblierungsvorstellung auch. Aber das lässt sich in den seltensten Fällen zu 100% umsetzen. Zum einen ist dann das Finanzielle, die Finanzen sind ausgereizt am Ende des Baus. Das dauert eine Zeit. Natürlich würde man sich wünschen, dass da viele dänische Klassiker kommen, jetzt für meinen Geschmack. Ich kann jetzt nur von meinem Geschmack sprechen und möglichst wenig und dass das wirklich dann alles zusammenwächst. Schon beim Einzug bewährt sich die Idee, einen großen zentralen Koch-, Ess-, Wohnbereich zu schaffen, als geselligkeitsfördernd. Indessen die Kinder ganz neue, vermutlich nicht geplante Verwendungsweisen der Einschnitte entdecken. Und, wie anzunehmen, polarisiert das Haus selbst befreundete Betrachter. Das Erste, was wir hörten, war, ja, das sieht aus wie eine Leichenhalle, weil es ja so schwarz war. Und ja, was steht denn da hinten? Was ist denn das Neues? Und eine andere Stimme sagt, ja, es sieht aus wie ein Kiosk, kann man da irgendwas kaufen? Mein erster Gedanke war, naja, sieht aus wie eine schwarze Schuhschachtel. Das war mein erster Eindruck. Aber ja gut, es ist Gesprächsstoff hier in der Siedlung da, das ist interessant. Letztendlich ist ja egal, was die anderen drüber denken. Wichtig ist, dass es denen gefällt, die es bauen. Und die anderen haben was zum Reden und das ist gut so. Ja, ich finde es schon schön, aber es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ganz anders ist als die anderen Häuser hier in der Siedlung. Für Passau ist es halt jetzt halt was Neues, weil es, ich glaube, nirgendwo in der Nähe so ein Haus gibt in dem Stil. Also gerade auch mit dem Schwarz außen.
Und ist vielseitig verwendbar, sogar als Krematorium. Wir nennen es Black Box, aber das ist nicht abwertend gemeint, sondern es ist einfach was Besonderes in einer Siedlung, die relativ klassisch gebaut ist, weil es ein richtiger Hingucker. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Platz. Doch, ich kann mir schon vorstellen, hier zu wohnen. Also als wir eingezogen sind, habe ich mir erinnert, als Herr Hindl uns mal erzählt hat über das Haus oder als wir darüber gesprochen haben, als fertig geplant war, hat er gemeint, es ist ein nettes kleines Ferienhäuschen. Das ist alles ganz nah zusammen. Wenn man bei der Haustür reingeht, steht man irgendwie gleich in der Küche. Das hat eher was wie Ferienhaus. Das hat mich daran erinnert und hat mir eigentlich gefallen. Weitläufig, hell und praktisch der Koch- und Essbereich, der reichlich Platz bietet für die Familie und ihre Gäste. Das soziale Leben soll hier in der Küche stattfinden. Und manchmal muss die Funktion der Ästhetik den Vorrang lassen. Die Arbeitsplatte aus gelbem Marmor ist schön, aber säureempfindlich. Sicher ein Nachteil in der täglichen Konfrontation mit Essig, Zitrone und anderen scharfen Sachen. Bleibt nur vorsichtig kochen oder viel wischen. Viele Wände verbergen Einbauschränke, dezent aufgewertet mit Lederschlaufen als Türgriff. Schön die geradlinige Eleganz des Badezimmers, das vom Schlafzimmer aus einzusehen ist. Im Sommer soll Wasser den Einschnitt füllen. Dann können die Bachels durch die geöffneten Glastüren über eine kleine Holzbrücke direkt ins Bad gelangen. Fast ein wenig japanisch mutet diese Lösung an, die zu den gelungensten Erfindungen des Architekten im Hause Bachel gehört. Auch vom Kinderzimmer ist die Sicht frei auf den Einschnitt vor dem Bad. Ausblicke und Durchblicke charakterisieren das Haus, machen es hell und luftig. Gerade im Zusammenhang mit den anderen Häusern der Siedlung wird bewusst, wie sehr der Entwurf von Stefan Hindl aus der Reihe fällt. Form, Farbe und Materialien stehen in heftigem Kontrast zu den anderen Häusern. Das Haus Bachel erscheint fremd in diesem Umfeld, wenn auch nicht fehl am Platz. Bei aller Andersartigkeit wirkt es unaufdringlich, leicht und dezent. Gute Architektur ist immer ein Vorschlag. Aber manchmal auch ein Vorwurf. Das Ganze war als Traumhaus apostrophiert. Ist es eins geworden? Ich glaube, da muss man jetzt, kommt es darauf an, wen Sie fragen. Für uns wahrscheinlich, für mich auf alle Fälle und für dich glaube ich ja. Ich denke, Traumhaus ist nicht für jeden. Also zum Beispiel die Fassade, die ja recht kühl oder abweisend auch ist, das gefällt viele einfach nicht, dass das so verschlossen ist von der Eingangsseite her. Also ich denke, Traumhaus ist immer recht subjektiv. Für uns ja, nicht für jeden. Sechs Jahre später. Alles beim Alten in Passau-Heining. Wie leisten, architektonisches Notstandsgebiet nach wie vor. Alles neu hingegen bei Architekt Stefan Hindl. Der hat in seinem Kampf gegen bauliche Verödung Verstärkung bekommen, hat sich beruflich und privat mit der renommierten Architektin Regina Schieneis zusammengetan. Ich glaube, man darf überhaupt nie aufgeben und muss gerade erst recht in solche einförmigen Neubausiedlungen wirklich was Besonderes einplanen, weil genau das sticht raus und das irritiert dann auch oft. Und erst dann fangen die Leute zu denken an. Deswegen ist es extrem wichtig, dass gute Häuser überall stehen. Ja. Eben Häuser wie das der Bachels.